eure Marion von Marions Kreativland. Ja, auf Wunsch vieler habt ihr ja gesagt, ich soll meine Temu-Bestellung zeigen. Ich habe ja schon so einiges bei Temu bestellt, wusste nur nicht, ob euch das interessiert, aber da ihr das wünscht, zeige ich euch nach dem Wunsch meine erste Bestellung, die ich bekommen habe. Einiges ist noch unterwegs. Ich habe so ein bisschen Misch bestellt. Das ist viel zum Beispiel für meine, ich mache auch diese Tassen selber und da habe ich mir so einige Teilchen dafür bestellt. So, da haben wir einmal zum einen, habe ich mir hier dieses Teil, das ist jetzt für die Tassen nicht ganz so wichtig, aber zum Beispiel für die, ja da gibt es ja diese, ja wisst ihr ja, ne? Und damit man die ordentlich hinlegen kann und das richtig drauf machen kann, habe ich mir dieses Teil hier bestellt, ist so ein Hartgummi. Ist auch super, habe ich auch behalten. Es gibt einige Teile, die ich natürlich zurückgeschickt habe. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ich euch die vorher zeigen soll. Trotzdem, auch wenn ich sie dann im Endeffekt nicht behalte, weil da war jetzt auch ein paar Sachen bei, die waren jetzt nicht so, wie ich mir das erwartet habe. Das habe ich retourniert und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, dass ich euch dann bei der Direktlieferung das zeige und mich dann entscheide, was ich behalte und was nicht. Wie gesagt, da haben wir einmal dieses Gummiteil, dann habe ich hier zweimal so ein Spachtel, einmal weiß, einmal schwarz. Das ist hier unten mit Schaumstoff, es gibt ja auch mit Gummi. Ich habe jetzt die Schaumstoffteile genommen und damit kann man ja dann diese glatt machen. Genau wie bei den Kerzen, gibt es ja auch diese Kerzenfolien zum Beispiel. Ja, da ist das Gummi natürlich besser, weil das hier wird nass. Ich zeige euch das mal eben. Das ist ja so ein weiches, ganz weich. Aber hier für diese Tassen oder für diese Teile ist das natürlich super. Deshalb durfte das erstmal mit. Das war jetzt hier so für meine Tassen. Genauso wie das habe ich mir mal bei Temu bestellt. Das ist Flotterfolie. Die Größe finde ich super, wenn man nur kleine Teile oder einen Schriftzug auszuflottern hat. Das sind verschiedene Farben. Ich mache mal einmal kurz auf und zeige euch mal die hübschen Farben. Der hat ja auch mega, mega viel im Angebot. Die jetzt einfach mal probiert, gehen auch leicht abzuziehen. Also ich schaue mal, wie sie so zu plottern gehen. Werde euch dann, sobald ich sie ausprobiert habe, irgendwann in einem Temu-Haul darüber eine Info geben. Das war das. Dann habe ich mir einmal hier so einen Schneider bestellt. Der sah ganz hübsch aus. Ich gucke jetzt nur mal, ich habe den noch nicht gehabt, wie das funktioniert. Ich glaube, da muss man einfach das Papier so rein tun. Ich hole mir mal eben ein Stück Papier. So, habe da einfach mal jetzt so ein Schmierblatt genommen und das soll man hier reinhalten. Und dann kann man das durchziehen. Ich habe gedacht, das reißt noch mehr. Vielleicht muss man hier die Stufen ein bisschen einstellen. Ich habe keine Ahnung. Und ich fand das gut. Ich weiß, ich glaube 1,12 hat das gekostet. Ich muss mich mal durchdüfteln. Das sah so toll aus für Geschenkpapier, wisst ihr? Wenn ihr da so die langen Bahnen habt. Ich habe sowas in Kunststoff, das soll man drum wickeln. Funktioniert auch irgendwie nicht richtig. Und deshalb war das jetzt hier eine gute Idee. So, jetzt, ich glaube, das geht. Also hier schneidet es auf jeden Fall ein. Muss man vielleicht ein bisschen mit Übung lernen. Und wie gesagt, für 1,12 Euro. Ich bin ja für so einen Schnickschnack. Ich mag ja sowas gerne leiden. Und wenn es dann nicht viel kostet, entweder klappt es oder es klappt nicht. Ich weiß, viele würden jetzt wieder sagen, Wegwerfgesellschaft. Aber wenn man nicht testet, kann man auch nicht wissen, ob es funktioniert. Ne? So, dann haben wir Weihnachten zwar schon vorbei, aber ich habe hier, das habe ich durch Zufall noch gefunden. Und das ist so ein, weiß ich gar nicht, wo es aufgeht. Also soll bis Weihnachten wahrscheinlich noch verschlossen bleiben. Vielleicht könnt ihr das so sehen. Ich will das jetzt auch nicht aufschneiden. Das ist ein Anhänger mit einem Kolli. Und da ich ja zwei so süße Mäuskes zu Hause habe, habe ich gedacht, das nehme ich mir noch mit. So, dann habe ich mir natürlich als Retro-Fan habe ich mir einmal diese Untersetzer hier bestellt. Die fand ich so, so, so toll. Wie so Schaltplatten. Ich bin ja noch mit diesen Teilen aufgewachsen und ich finde die so toll. Und das sind dann Untersetzer. Ich finde die so toll. Und deshalb habe ich gedacht, ich bestelle mir die mal. Und ich, damit bin ich auch sehr zufrieden. Ich zeige euch mal, da sind verschiedene Modelle.
und ich finde die einfach super. Apollo kennt ja auch der eine oder andere. Ich finde die toll. Jetzt habe ich gesehen, jetzt gibt es wieder ein neues Set mit einem anderen Dings drauf. Es sind 6 Stück. Manchmal braucht man ja mehr. Ich schau mal. Also mir gefallen die wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, da darf es noch ein Päckchen in meinen Warenkorb wandern. So, das war das. Dann habe ich mir 2x Aufkleber für mein Auto gemacht. Das ist einmal dieses. Ich mache mal so rum. Ich weiß nicht, so kann man besser lesen. Ne? So. Und einmal das hier. Das sind so ganz dünne, kleine. Ich mag nicht, wenn das Auto so sehr beklebt ist, aber die fand ich jetzt recht schön. Kommen dann auf mein Auto, wenn es dann jetzt die Frühjahrswäsche hinter sich hat. So, dann habe ich mir Ohrringe bestellt. Einmal echt silbern und einmal keine silbernen, aber die haben auch nur unter 1 Euro gekostet. Und ich habe ja bei mir 5 Ohrlöcher. Und die fand ich so süß. Ich zeige euch die mal. Ich kann eigentlich Modeschmuck sehr gut vertragen, aber das eine oder andere halt auch nicht. Aber da ich auch wechsle gerne, dann so, das sind jetzt die echt silbernen. Ich weiß nicht, ob ich halt mal den schwarzen Hintergrund dahinter. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist also einmal eine Frau, also sprich ich, mit einem Hund im Arm. Fand ich so süß. Also die sind, wie gesagt, echt silber. Und dann habe ich mir diese niedlichen Hündchen noch genommen. Und die, wie gesagt, ist Modeschmuck, aber unter 1 Euro. Und die kommen dann, wenn wir ins obere Ohrloch irgendwo. Upsala. Und das sind, ich mache auch mal so, vielleicht kann man das da besser sehen, wenn der schwarz im Hintergrund ist. Fand ich recht süß mit dem Herzchen da drin. Und für das Geld kann man nicht meckern. Also die beiden durften auch mit. So, und dann habe ich mir zum ersten Mal Kleidung bestellt. Da bin ich ja immer so ein bisschen fies, weil ich habe auch bei Shein schon bestellt. War ich jetzt bis auf einen Teil nicht zufrieden. Jetzt habe ich mir mal hier was bestellt und ich muss sagen, es fühlt sich super an. Ist Synthetik, ich bin gar kein Synthetik-Fan, aber kommt immer darauf an, für welche Jahreszeit das ist und wie es sich anfühlt und. Also bei mir ist das so. Und da habe ich mir einmal dieses, ich zeige euch das, ich kriege das nicht ganz drunter. Das, wie gesagt, das fühlt sich so, das sieht so aus. Ich mache mal ein bisschen so, damit ihr die Farben erkennen könnt. Und das fühlt sich wirklich so schön an. Und da ich im Winter sowieso grundsätzlich immer irgendwas drunter habe, macht das auch nichts, dass es jetzt Synthetik ist. Und ich fand das mit diesem, ist ein Hamster, ne, wenn mich nicht alles täuscht, ist das nicht entzückend. Und das fand ich so, also das habe ich auch behalten. Passt auch, ich mag das ja so gerne, so ein bisschen Oversize. Passt super. Und dann habe ich mir noch ein Hunde-T-Shirt bestellt. Da habe ich gedacht, kann man dann auch im Haus anziehen. Ist jetzt ganz nichts Spektakuläres in Grau. Steht dann halt Dog Mom drauf. Fühlt sich auch sehr gut an. Und ja, die beiden durften mit. Ach ja, und noch das 80er-Jahre-T-Shirt. Ich habe ja gesagt, ich bin ja so ein Retro und bin ja da aufgewachsen in der Zeit. Und das ist natürlich auch meine Zeit. Und deshalb habe ich mir noch so ein tolles T-Shirt hier bestellt. Also wie gesagt, die finde ich jetzt richtig toll. Und also wie gesagt, ich hatte auch einen Anzug dabei. Das habe ich aber wie gesagt retourniert. Und werde ich natürlich gerne nächstes Mal zeigen, wenn ihr das sehen möchtet. Obwohl ich es nicht behalte. Ja, und dann zeige ich euch noch ganz kurz. Ne, das kann ich in einem anderen Haul zeigen. Also das war schon mal die Temo-Bestellung, die jetzt nach euren Wünschen gekommen ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War so ein Mischmasch. Bestell meistens immer Mischmasch bei Teddy. Wie gesagt, ist noch einiges unterwegs für Haushalt und. Hab mir jetzt mal so eine Touchlampe bestellt.
so mit so einem Holzrand unten, gefiel mir ganz gut. Ich hoffe, sie ist auch was, aber wie gesagt, ich zeige euch das dann gerne, auch wenn ich es nicht behalte. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, ihr Lieben. Bleibt alle gesund. Wir hören, wir sehen, wir sprechen uns. Eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss, meine Lieben.